stand. The memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, wieder in der Nacht, ich habe es zeitlich leider nicht anders gepackt, aber ja. Wieder mit Cheffy, den ich jetzt diesmal doch gesattelt habe, weil langsam wird es mit meinem Inventarplatz ein bisschen knapp. Okay, gut, ich habe ja die anderen Sachen von ihm auch noch im Inventar, aber immerhin einen Platz für die Satteldecke habe ich mir gespart. Und ich habe jetzt schon die Mütze auf, die heute im Adventskalender war. Den habe ich nämlich eben schon geöffnet. Das Video habe ich schon aufgenommen. Ja, und heute geht es weiter bei Rania. Wir wollten uns ja auf den Hintergrund der Krankheit machen, rausfinden, was hier wohl die Seuche sein soll, beziehungsweise überhaupt, ja, ob es überhaupt eine Krankheit, eine Seuche, eine Verunreinigung des Wassers gibt oder ob das wieder nur irgendein Quatsch ist, den sich die GED wieder mal ausgedacht hat. So, Rania, was meinst du? Okay, wir müssen absteigen. Das ist das Erste, was sie meint. Gut, dann wollen wir mal. Psst, hörst du das? Irgendwelche Maschinen, oder? Das habe ich schon mal bei der Quelle gehört. Ich habe mich nicht näher herangetraut, weil es so laut ist, dass ich nicht höre, wenn da noch jemand ist. Aber mit dir als Aufpasser sollte es gehen. Kannst du einen Ort finden, an dem wir uns verstecken können? Das kriegen wir doch hin. Ich finde das ja auch super süß gemacht, dass hier überall so Glühwürmchen rumfliegen. Wahrscheinlich kommt Glühwein von Glühwürmchen. Ah, okay, die sind einfach mal hierhin teleportiert. Super, und Cheffy habt ihr da hinten stehen lassen? Du untreue Tomate, du treulose Tomate. Lässt dir einfach mein Cheffy da stehen. Oh, Schöffeltier. Komm mal mit. Du armes Pö. Das gibt's doch nicht hier. Oh. So. Stellen wir dich immer neben Dellinger. So. Was für ein tolles Versteck. Ich meine, du hast es ausgesucht und ich vertraue dir. Also muss es toll sein. Ich wollte gerade sagen, das kann sie doch eigentlich gar nicht sehen. Ich höre Stimmen. Wenn hier irgendetwas Illegales vorgeht, brauchen wir Beweise, um die Erwachsenen in der Stadt zu überzeugen. Aber wie? Oh, mein Handy hat eine Kamera. Hier. Ich habe zwar viele Talente, aber Fotografieren gehört nicht dazu. Du solltest es nehmen. Finde einen guten Platz, von dem aus du das Ganze aufnehmen kannst. Ich verlasse mich auf dich. Okay, das kriegen wir doch hin. Seeblickpfad, das klingt ja hübsch. Das ist alles abgesperrt. Mann, das ist harte Arbeit. Ich muss etwas trinken. Hast du eine Flasche dabei? Ich habe meine im Lager vergessen. Trink doch einfach aus der Quelle, du Idiot. Das ist dasselbe Zeug. Ach, die sagen nur, es ist eine Krankheit, damit sie das Wasser teuer verkaufen können? Ja, aber der Boss hat gesagt, in der Stadt, ja, da müssen wir so tun, aber hier sieht uns ja niemand. Ah ja, das ist mal gutes Wasser. Diese Betrüger. Huch, ist da jemand? Oha, das kann ich aber gut. Du Idiot, das ist nur ein Vogel. Na los, bring mir diese Tankwagen zum Treffpunkt. Okay, das heißt, das haben wir nur gemacht, um damit Geld scheffeln zu können. Na super, die mal wieder. Bitte sag mir, dass du das aufgezeichnet hast. Ja. Ach, jetzt müssen wir auf dem Pferd sitzen. Okay, dann wird jetzt wahrscheinlich wieder ein Rennen kommen, ne? Cheffy, bereit für dein erstes Rennen? Ich habe ja Cheffy noch 0 gelevelt. Wir wissen, dass das Wasser nicht gefährlich ist, aber warum sollten sie deswegen lügen? Wir sollten zurück zu den Pferden und dem Tankwagen folgen, um es herauszufinden. Okay. Ach so, schade. Nö, kein Rennen. Okay, also wir müssen doch ein bisschen... Nein, super, jetzt kann ich gleich die Quest neu anfangen. Ja, ich darf die Quest neu anfangen. Ja, wir dürfen sie nicht aus den Augen verlieren. Hust, hust.
Und was tut Klein Kadi? Sie bleibt erstmal an einem Zaun hängen. Aber das ist doch voll auffällig. Das müssen die doch merken, dass wir hier hinterher reiten. Wie gut, dass unser Pferd ganz genau gleich schnell ist wie das Auto hier auf Level 1. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wollen sie jetzt zurück in die Stadt oder wo reiten die jetzt hin? I have no idea. Wo wollen sie hin? Wo wollen sie hin? In das gesperrte Gebiet? Nein, sie haben da geparkt. Okay. Warte mal, was steht denn da eigentlich drauf? Wo geht's denn da hin? Wo wird's denn da hingehen? Ah, Jorvik City. Ach, hier kommt der Bus. Ah, okay. So. Sie halten an. Was machen Sie jetzt? Egal. Kannst du mir später erzählen. Im Augenblick ist es wichtiger, dass wir unsere Beweise bekommen. Nimm wieder meine Kamera und zeichne alles auf, das verdächtig aussieht. Okay, dann stellen wir uns jetzt mal da unten hin. Ich weiß nicht, ob wir das vom Pferd aus hätten machen können, aber ich steig mal ab. Wo ist dieser Kerl? Wir müssen hier einen Zeitplan einhalten. Da kommt er. Yo, yo, yo. Lass das Wasser fließen, Bro. Du hast zu viel Zeit in der Marketingabteilung zugebracht. Hey, es funktioniert. Go, Water verkauft sich super. Diese armen Narren in Dandal hatten keine Ahnung, dass sie auf flüssigem Gold sitzen. Diese Diebe. Was war das? Schon wieder Vögel? Macht denn ein Rotkehlchen zwitscher zwitscher? Ein amerikanisches Rotkehlchen, ja, aber nicht die europäische Variante hier in Jorvik. Das ist mir ein Zwitscherio. Das ist kein Rotkehlchen, es ist dieses nervtötende blinde Mädchen und ihre pferdeverrückte Freundin, von denen uns der Boss erzählt hat. Halte sie auf! Oh, oh, kehrt Herr Campbell zurück? Oh ja, ich will ihn ein weiteres Mal ärgern. Sie sind uns auf der Spur. Dann sollte ich mich jetzt wohl auf Chefy draufsetzen. Das wäre so awesome, wenn wir endlich nochmal Herrn Campbell ärgern könnten. Lauf! Okay, diesmal haben wir aber ein Rennen. Lauf, Chefy! Gut, das würde sich Chefy auch im echten Leben nicht zweimal sagen lassen. Bei dem gibt es aktuell nur ein Gas und das ist Vollgas. Der findet das noch nicht so toll, dass er noch nicht so wirklich galoppieren darf. Jetzt ist die Frage, wo reiten wir hin? Versuchen wir sie jetzt irgendwie abzuhängen? Okay, anscheinend ja. Anscheinend sind wir jetzt erstmal... Ja, die müssen erstmal ins Auto. Warum steigen die nicht ins Auto ein? Ihr seid vielleicht Idioten. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, um Mitarbeiter bei der GED zu werden und nicht in den oberen Riegen zu arbeiten, darf man nicht ganz so helle sein. Die sind ja alle immer nicht so ganz, ne? Hey, Mann, die haben Pferde. Warum haben wir keine Pferde? Das ist nicht fair. Du Idiot, wir haben einen LKW. Aber selbst wenn du einen LKW liebst, erwidert er diese Liebe nicht. Es ist etwas Besonderes an diesem Band zwischen einem Pferd und seinem Reiter. Halt die Klappe! Verfolgen wir sie trotzdem noch? Vergiss es! Ein paar Teenager, von denen auch noch eine blind ist? Wer wird denen schon glauben? Lass sie laufen. Gut, dass wir die Beweise haben. Oh, das war knapp. Unser Wort gegen ihres, hm? Ja, aber wir haben Beweise. Du hast das Video, oder? Was hast du gesehen? Erzähl mir alles. Du erklärst, was du bei den Tankwagen gesehen hast. Ich hatte also recht. Dr. Oplett hat uns angelogen, was das Wasser angeht. Das war alles ein Betrug. Aber wenn das Wasser ungefährlich ist, warum drehen dann die Wölfe durch? Vielleicht haben die denen was gegeben.
Okay, ich weiß, die Wölfe hier im Nebelfall waren nicht ganz so harmlos, wie ich versprochen hatte. Aber das ist nicht ihre Schuld. Das kann nicht sein. Wir müssen zumindest versuchen, ihnen zu helfen. Du bist doch dabei, oder? Ich weiß, wo die Höhle des Rudels ist. Wenn du noch einmal bereit bist, meine Augen zu sein, können Dellinger und ich uns dorthin führen und du kannst nach Hinweisen suchen. Wir werden auch ganz besonders vorsichtig sein. Vertrau mir. Okay. Gut, pelzige Freunde in Not. Ja, wir wollen auf jeden Fall den Wölfen helfen. Keine Ahnung, was mit denen ist, aber irgendwas scheint ja mit ihnen zu sein. Ich möchte jetzt aber trotzdem wieder nicht so ganz ultraschnell hier durch die Gegend reiten. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich nicht mehr immer so ultraschnell durch die Gegend reiten möchte, weil da kriegt man gar nicht so viel vom Gebiet mit. Das ist so ein bisschen, als Beispiel kann ich euch da World of Warcraft nennen. Das ist so, dass man dann irgendwann ab einem gewissen Level fliegen lernt. Und wenn man fliegen lernt, dann sieht man das alles einfach gar nicht mehr so richtig schön. Dornenklamm, okay. Mussten wir jetzt darauf? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass wir hier rechts hoch müssen. Man kriegt halt das ganze Gebiet nicht mehr so richtig mit und ja, hat nicht mehr so richtig das Auge für die Gegend und wie schön es ist. Und wir sind hier tatsächlich richtig. Wow. Die Höhle ist direkt vor uns. Ich höre keine sich bewegenden Wölfe. Sie schlafen wohl. Oder sie sind weg. Nee, sie scheinen tatsächlich zu schlafen, oder? Oder sind das Steine? Nein, das sind Wölfe. Oder sind das Attrappen? Hier ist das letzte orange Geglitzer. Aber sie sind doch da, oder? Nichts? Hörst du das? Jemand kommt! Schnell, such ein Versteck für uns! Mhm. Wieder so ein GED-Heini. Was hat denn der jetzt vor? Ich wette mit euch, die geben denen was. Ihr Hündchen, kommt her! Happy, happy! Au! Dusselige Köter, genießt euer mieses Fresschen. Oh, Leute, es gibt genug für alle. Ah! Ja, hau nur ab. Vielleicht werden dann die Wölfe wieder normal. Die wissen ja auch, wer ihnen gut und böse gesonnen ist. Das merken Tiere ja. Lauf weiter, du Widerling. Ich hoffe, der Wolf jagt ihn bis aus Nebelfall heraus. Geschieht ihm recht, meinen armen Pelzfreunden wehtun zu wollen. Dass womit der Mann diese Wölfe gefüttert hat, muss die Ursache ihrer Verhaltensänderung sein. Dieser Dr. Iron schien die Wölfe doch wirklich wichtig zu sein. Vielleicht können wir einfach eine Probe des verdorbenen Fleisches zu ihr bringen und sie findet eine Möglichkeit, ihnen zu helfen. Würdest du danach schauen? Halt aber Abstand von den Wölfen. Okay, gut, dann schauen wir mal, dass wir... dass wir das Fleisch bekommen. So, das war alles. Oh, das kann ich ja von hier riechen. Mit diesem Fleisch stimmt ganz eindeutig etwas nicht. Ja, toll, und ich hab's in der Hosentasche. Wer bezahlt mir jetzt eine neue Tasche? Sie stehlen unser Wasser und vergiften die Wölfe? Für eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich selbst Geo-Ernstfall-Doktoren nennt, sind sie nicht sonderlich wohltätig. Bringen wir diese Probe verdorbenen Fleisches zu Dr. Iron. Sie ist die einzige Ärztin, der ich im Augenblick vertraue. Okay. Gut, dann würde ich sagen, reiten wir jetzt nochmal zurück nach Dandal, drücken ihr das Fleisch in die Hand. Ich hoffe, dass wir ihr vertrauen können. Nicht, dass die Gute auch irgendwie mit denen unter einer Decke steckt. Man weiß ja nie so ganz. Also, ich weiß momentan gar nicht so richtig, wem ich trauen soll, weil sie wollte ja von vornherein nicht in die Nähe der Wölfe.
Keine Ahnung, ob sie vielleicht geahnt hat, was das ist oder dass sie das vielleicht wirklich sogar weiß, was es ist und dass der GED eventuell sogar empfohlen hat, weil sie als Tierärztin weiß, was man den Wölfen geben kann, damit sie aggressiv werden. Interessante Ideen, die einem hier durch den Kopf schießen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob sie uns wirklich wohlgesonnen ist oder ob sie mit der GED unter einer Decke steckt. Aber das werden wir herausfinden. Wenn nicht heute, dann mit Sicherheit in den nächsten Folgen. So. Jetzt bin ich doch wieder schneller unterwegs. Oh. Ich finde, das ist so schön. Das ist jetzt etwas schneller und das ist dann ganz schnell. Aber ich kann... Das ist interessant. Ich kann aus dem nicht in den dazwischen... Also nicht in den... Sondern nur direkt in den... Interessant. Oh, das ist so hübsch, das Pferd. Hups. Ja, erstmal hängen bleiben. Das macht Spaß. So. Dr. Iron. Ach, verdammt, dann weiß sie aber... Oh, hoffentlich erzählt die das dann nicht Ranjas Mutter. Weil dann erfährt die ja, dass sich Ranja über den Hausarrest hinweggesetzt hat. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so toll ist. Aber gut, müssen wir testen. Hoppala. Aber ihre Mutter ist zum Glück im Haus. Dina? Ranja? Was ist denn los? Ihr steckt doch nicht schon wieder in Schwierigkeiten, oder? Ach nee, die ist ja hinten an dem Boot. Oh. Ich stelle mich hier mal einfach mal vor, Sigri, nicht, dass sie dann noch irgendwas mitbekommt. Mit deiner Tochter ist alles gut, die ist im Haus und liest, bis ihr die Augen zufallen. Aha, ja gut, vielleicht ist es ja ein Blindenschriftbuch. Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und morgen werden wir dann erfahren, wie es hier weitergeht mit dem Fleisch und ja, was es ist, was die Wölfe hier so komisch werden lässt. Also dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.